wie das nochmal wehtut. Wie hast du dir die Haut so verbrannt? Der Smaragd das ist ganz nah. Ich kann ihn riechen. Dieses Wasser sieht nicht gesund aus. Hallo? Was war das denn? Wie das wehtut. Die ist einfach komplett durchgerast nach unten. Der Smaragd ist ganz nah. Ich kann ihn riechen. Wohin war das langsamer? So. Dieses Wasser sieht nicht gesund aus. Och Mist, da bin ich jetzt einfach ein bisschen frühzeitig abgesprungen, aber das macht nichts. Der Smaragd ist ganz nah, ich kann ihn riechen. Das Schlimmste ist eigentlich, dass die diese Kommentare von denen immer wieder neu anfangen. So. Kommen wir eigentlich hier noch irgendwo hin? What? Alter. Ich dachte schon, jetzt verrecke ich auch noch da dran. Das wäre jetzt echt die Höhe gewesen. Das Einzige, was ich erreiche hier. Hey, wie wär's, wenn ich das Ding nur so Stück für Stück... Ja. Guter Einfall, wenn man nicht ins Wasser fällt. Verdammt. Das Mann. Wie hast du ja, so ja. Ist ganz nah. Ich kann ihn riechen. 9 Stück hatten wir immerhin schon. 9 hatten wir schon. Das Wasser sieht nicht gesund aus. In der Hand. So. Sieht aus wie im Film gerade. Einfach alles perfekt. Ich will. Danke. Ein bisschen mehr ranziehen. Mehr, mehr, mehr. Komm her. Lass los. So, nochmal. Guck mal. Da oben. Da. Ne, 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 ne. Da oben. Oben. Kerl. Wie sieht das oben aus? Wie sich erst springen, damit du es auswählst? Ich glaube, es hackt, ey. Ah, so. Nee, so. Kann ich nicht da irgendwie ein bisschen was deichseln? Höher noch. Jetzt mit vollem Karacho, ja. So kommt man da dran, alles klar. Das hier sieht doch viel zu verdächtig aus. Sieht viel zu verdächtig aus, nach wie vor. Hör auf, das Ding jetzt runterzuziehen. Puh. So, okay, so ist es schon weniger riskant. Wenn man das Ding ja auch bis zur Küste ranziehen kann, quasi. Ich hoffe echt, ich habe jetzt nichts übersehen bisher. Aha. So, ja. Noch ein bisschen. Okay, das passt doch wunderbar. Ach, so. Der Smaragd ist nicht hier. Vielleicht gibt es in der Nähe andere Hinweise. Da haben wir den letzten gesammelt. Sehr gut. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nur noch irgendwie irgendwo rauf oder so. Würde ich mal vermuten.
Ich weiß auch nicht. Muss ich da durch? Ah. So, okay, da haben wir ein Levelchen wieder durch. Und wir nähern uns erstmal einem anderen. Wie gesagt, ich habe gerade nicht so Bock auf den Amadeus einfach. Was bieten sich die Leute mit Pontius ein? Einfach so ein Loch im Boden zu lassen. Da kann doch jeder runterfallen. Ich habe noch immer keinen Weg nach oben zu Amadeus und Zoja gefunden. Sieht nach einer verlassenen Mine aus. Das heißt, es muss auch einen verlassenen Eingang geben. So, da haben wir gleich mal eins abgestaubt. Hier so ein Teil. Aua. Ja, war doch ganz easy. So, springen wir mal an diese Seite dran. Hä? Wir müssen uns da dran noch festhalten können. So, okay. Sag ich doch, wir müssen uns da dran festhalten können. So, Alter, Halleluja, hat er diese Fähigkeit mit dem Gleitschild. Sonst wäre echt vorbei, das sag ich euch. So, aus denen machen wir drei hier, ist ja logisch. Na komm. So. So, erstmal holen wir uns den hier. Inwiefern wir von hier aus nur uns hin können. Danach es nicht aussieht. Dann können wir nochmal ein bisschen Anschwung geben. So, oh, hoppala, nicht zu schnell. Da haben wir noch was. Ich finde den Ausgang nur, okay, wenn ich auch danach suche. Also, gehen wir's an. Moment, langsam. An der Stelle mal wirklich langsam. Ich möchte nicht drauf gehen. Ich muss irgendwie den Wagen ein bisschen überzeugen. Ja, das hat doch geklappt. So ein bisschen. Ne, ich will mich eigentlich sehr ungern hier gerade in die Lava fallen, deswegen... Geht doch. Hehe. So, jetzt kommen wir hier easy drauf. Wunderbar. Alter, alles geschafft. Geil. Wieso kann es nicht immer so schön unkompliziert sein? Mann. So. Hier ist wieder Amadeus, der... Nee, danke. Oh, wir haben ein neues Kapitel freigeschalten. Sehr schön. Aber ich möchte erstmal diese Nebensachen noch ein bisschen weitermachen. Hier haben wir doch noch was. Der Ritter wird ein Festmahl für meine gefräßigen Helfer abgeben. Oh, das hört sich ja... Alter. Boah, Alter. Alter. Nicht schlecht, okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Ritter wird ein Festmahl für meine gefräßigen Helfer abgeben. Zum Glück können wir uns damit ganz gut wehren hier. Versucht die natürlich alle einfach runterzudrängen. So. Mit dem Stampfer klappt es eigentlich gut. Möchte ich behaupten.
müsste mir ein bisschen weiter vom Leib halten, sonst bin ich gleich Trollfutter oder was das hier auch sein soll für Viecher. So, ja komm, muss die Großen zuerst loswerden. So, komm, noch ein. Und noch ein, und noch ein. Pam, 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 pam. So, zack, 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 zack. Reißen wir den auseinander. Aua, hör auf. Mann. Es gibt 25. Ich habe echt wenig Leben. Kann ihm nicht sagen, das wäre schon alles. Scheiße, ich wollte noch ein bisschen warten. Ach, das waren alle. Ach so, ich dachte schon, da kommen jetzt noch ein paar Runden. Aber so war das ja. Dann ging's ja. Puh, ich dachte, da kommt noch richtig was zu tun. Aber so, ja, so war es ja. Ganz menschlich. So, das eine Ding fehlt uns mit Amadeus. Ist jetzt halb so wild. So, hier war jetzt wieder was damit. Die Astralakademie steckt voller Gefahren, was in erster Linie mein Verdienst ist. Ja, ich freue mich schon ganz gewaltig. Ey, wie dämlich ist das? Der kann sich nur mit einer doofen Kiste wehren. Ich meine, klar, der kann die zerquetschen und so, aber Alter. Was gäbe ich jetzt für so einen einfachen Slam? Na komm, mach ihn fertig, Alter. Jetzt treff ihn auch halt. Lass mich in Ruhe. So. Oh, na endlich. So, ich stelle mich erstmal auf meine eigene Kiste. Ich glaube, hier war das. War das nicht hier das andere? Das Ding? War das nicht das? Oh nö, jetzt muss ich auch noch das Symbol wieder rausfinden. Ich weiß natürlich nicht mehr, welches das war. Alter. Wo steht hier, welches es ist? Es muss hier irgendwo stehen. Normalerweise. Das scheint es nicht zu sein. Hä, welches Symbol war denn jetzt hier? Keine Ahnung, welches es war. Also da muss ich jetzt so gut es geht raten. Ja, das hier vielleicht. Keine Ahnung. Nö. Also irgendwie zeigt er mir gar keine richtigen an. Vielleicht muss ich das Symbol gar nicht auswählen. Muss nur drauf springen. Ich muss hier eigentlich nur im Akkord den hier machen. So. Kann ich nicht hier drauf? Ja, guck mal. Viel entspannter für mich. Ah, nein. Warte. So. Okay, vielleicht hier drauf. Okay, da komme ich nicht drauf. Ja, du. Schock dich aus. Mal einfach eine neue Kiste, wenn nötig. So. Yay, es regnet wieder. Trine-Dreiecke. So, zack, 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 zack. Yeah, cool. Da muss sogar ich zugeben, das war ein cooles Level. So. Aber trotzdem schön unkompliziert, das mag ich halt. Oh, Moment. Aha, da haben wir wieder was freigeschalten da hinten. Freigeschaltet, wie auch immer. Hier fehlen uns 9 Stück. Eigentlich kein schlechter Schnitt. Ich weiß noch nicht wirklich, ob ich die alle dann nochmal absuche, die ganzen Level. Ich glaube eher nicht, dass ich das machen werde. Das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich das unbedingt machen soll. Hier fehlt uns einer, ne? Genau. Fehlt uns einer. Da habe ich aber auf das Level habe ich echt, also gar keinen Nerv. So.
Hier fehlt uns wie viel? Auch eins. Genau eins, ey. Eigentlich schade, aber egal. Und hier? 10. Okay, da fehlt uns sogar einiges. So. Okay, wir haben erstmal einiges schon erledigt. Das war das Amadeus-Level. Das Ding haben wir auch gerade gemacht. Da vorne haben wir noch eins mit Amadeus. Und da ganz hinten haben wir ein letztes noch freigeschaltet. Das werden wir gleich machen. Erstmal machen wir hier die Offenbarung eines Zaubers. Wenn das also ein Traum ist, dann kann ich ja vielleicht einen Feuerball zaubern. Amadeus, wach auf! Noch nicht. Ich muss erst was ausprobieren. Feuer, ah ja, so. Komm zu mir. Nichts passiert. Wie schade. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. So, Moment. Das war... Oh, unangenehm. Wenn das also ein Traum ist, dann Feuerball, so. Komm zu mir. Nichts passiert. Wie schade. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. Mist, ich wollte doch drauf. Eigentlich. Okay, das ist dem scheißegal, hätte ich fast gesagt. So, okay, soweit so gut. Alter, wenn ich gerade sehe. So, so, Alter. Puh, dass ich das geschafft habe. Nicht schlecht. Bin ich gerade stolz auf mich. So, muss ich einfach mal so. Oha, sagen. Jetzt nicht mehr. Wenn das also ein Traum ist, dann. Feuer. Roll nicht rum. Nichts passiert. Wie schade. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. Mal. Klappt doch, hey. So, vielen Dank. Ich möchte gerne eine eigene Kiste dort platzieren. Scheint mir irgendwie ein bisschen vertrauenswürdiger. Boah, wie komme ich denn da jetzt gefahrlos dran? Wahrscheinlich gar nicht. Boah, ich traue mich gar nicht. Ich möchte nicht wieder... So, geschafft, geil. Okay. Die andere sollte ich ja, also das andere Dreieck da vorne sollte ich ja ganz easy kriegen, wenn ich hier lang gehe. Ach nein! Lasst mich in Ruhe. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe, Mann. Wie soll ich denn gegen die ganzen... Ich kann gar nichts machen mit Amadeus. Der ist quasi nutzlos, wenn er nicht seine dumme Kiste zaubert. Aua. Lass doch die dumme Kiste los, ey. Okay, wenigstens hat ihn eine Kiste dem Rest sofort den Rest gegeben. Eine positive Sache. So, runter und dann... Hallo? Ich sehe doch, dass dahinter was ist. Verarsch mich nicht. Ja, also, hier, komm. Ja. So, mach's einfach so. Nochmal, so. Zufrieden? Ja, bleib.
Ja, ich sehe da oben schon wieder ein Objekt der Begierde. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.